Hier, das macht man ganz einfach. Hier, wir gehen nach vorne. Und schießen den mit 100% über den Hafen. Er ist ausgeschaltet. Okay. Hier kriegen wir den Kerl mit der Granate. Das sollte klappen. Los geht's. Nimm das. Jawoll. Instruieren, dass sie sich mit dem Einsatz von Sprengkörpern zurückhalten. Die sind zwar effektiv gegen Aliens, zerstören aber auch die Artefakte, die wir von den Leichen bergen wollen. Yep, alles klar. Bedenken Sie das. Alles klar, das bedenken wir natürlich. Aber es war ganz einfach nötig. Denn wir waren ziemlich unter Druck. Hier mal nachladen. Rock and roll. Hier können wir uns noch nach vorne bewegen. Gehen hier in Deckung. Setzen den Feldposten. Hier der Sniper. Der nützt uns im Haus drin sehr wenig. Aber... trotzdem ziehen wir ihn rein und setzen auf Feldposten. Die Pistole, Feldposten. Komm schon, jawohl. Hier, Johannesen Nummer 2. Der muss dringend zum Sunny hin. Na los. Was hat das denn für eine Musik? Für Musik? Und wir hören schon wieder etwas. Da draußen ist irgendwas. Jetzt sind wir im Sunny-Kreis drin. Wunde heilen, jawohl. Ja, ja, das tun wir. Nicht bewegen, das wird wieder. Deshalb ist der Sunny so wichtig. Shh. Hört ihr das? Hier bewegen wir uns ein weiteres Gestell nach vorne. Johannesen wieder voll mit dabei. Und er geht gleich nach vorne. Unsere Rekruten machen hier eine gute Figur bis jetzt. Der Sniper, ich glaube, den lasse ich erstmal hier hinten. Und setze ihn auf Feldposten. Jawohl. Hier ebenfalls Feldposten, jawohl. Und die Aliens sind wieder am Zug. Er steht jetzt hier natürlich etwas frei. Aber das hat keinen Einfluss. Okay. Das heißt, den Sunny nach vorne ziehen. Und die Rekruten gehen eins weiter. Wir bleiben unserem Spielstil treu. Und kämpfen uns langsam nach vorne. Oh, hier... die volle... Deckung geht nur über einen Sprint. Das möchte ich jetzt aber nicht zwingend. Das heißt, wir gehen hier hinten rum. Feldposten stellen. Den Sniper bleiben wir nochmal hinten. Und wieder Feldposten. Auch hier Feldposten. Feldposten. Und weiter geht's. Mal sehen, ob sie sich zeigen. Wir hören sie wieder. Hört ihr das? Den Sunny stellen wir hier nach vorne. Er kann nichts sehen. Okay. Hier sprinten wir in die volle Deckung nach vorne. Auch hier nichts zu sehen. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir hier... wir versuchen sie hier über außen zu flankieren. Ich glaube, das machen wir. Feldposten. Und mit dem Sniper gehen wir eins nach vorne. Wechseln auf die Pistole. Was haben wir denn hier? Und setzen den Feldposten. Was war das denn? Das rote hier? Ist das irgendetwas im oberen Stock? Nein. Keine Ahnung, was das ist. Was das bedeutet, weiß ich gerade nicht. Wir setzen wieder Feldposten. Bleiben unserem Spielstil treu.
Auch wenn wir etwas zurückhaltend spielen zurzeit, aber man muss bedenken, wir sind mit 3 Rekruten unterwegs. Da müssen wir schon etwas vorsichtiger sein. Wir könnten hier in der vollen Deckung gehen. Das machen wir auch. Und da haben wir 2 Sektoiden wieder gesehen. Na gut. Wie sieht's aus? 45%. Mal sehen, was der Sniper noch ausrichten kann. Was tun wir mit ihm? Können wir uns hier in volle Deckung bewegen? Jawohl. Kann er sie auch schon sehen? Nein. Okay. 45%. Wir sind voll in Deckung, haben aber hier das Fenster natürlich. Ich denke. Bin mir noch nicht sicher. Wir könnten den Sniper hier rausziehen. Um sie zu flankieren. Das machen wir auch gleich. Setzen hier Feldposten bereits. Jawohl. Hier ebenfalls ein Feldposten. Hier weiß ich noch nicht, was ich tun soll. Und hier versuchen wir, über die Seite zu flankieren. Feldposten setzen. Jawohl. Was tun wir hier? Die Deckung ist nicht allzu gut. Das heißt, wir müssen uns besser in Deckung begeben. Ich möchte ganz einfach hier diesen Soldaten nicht opfern. Und ich bewege mich hier raus in volle Deckung. Und er sieht ihn immer noch. Was tut er jetzt? Oh, oh. Der setzt einen Feldposten. Alles klar. Wir haben hier 45%. Das ist unser Sunny. Mal abwarten. Wie sieht es beim Sniper aus? Kann der Sniper ihn sehen? Der Sniper sieht ihn noch nicht. Wenn wir mit dem Sniper hier hingehen, sieht er ihn dann? Immer noch nicht. Das heißt. Oh, das heißt schon wieder eine schwere Entscheidung. 45%. Ach komm schon. Das bringst du hin. Oh, was für ein guter Schuss. Toll gemacht. Toll gemacht. Hier, ich möchte hier. Ich wollte ursprünglich hier hinten flankieren, aber das ist mir zu gefährlich. Wir ziehen ihn hier. Abebi wieder zum Squad zurück. Hier den Sniper. Wir müssen mit dem Sniper in eine gute Position kommen. Das müssen wir aber in der nächsten Runde machen. Und wir ziehen hier in die Deckung nach vorne. Und setzen Feldposten. Ja, die Missionen, man sieht schon, es wird nicht leichter. Oder geht hinten rum. Und setzt sich ein Feldposten hin. Als Feldposten hin. Hier haben wir nur halbe Deckung. Geht nicht. Wir könnten hier mit einem Sport, das benötigt einen Sport. Er kann ihn sehen. Das ist 25%, das ist zu wenig. Das ist ganz einfach zu wenig. Was, wenn wir uns hier in die Deckung bewegen? Haben wir da bessere Schussposition? Oh, 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 das sind 3 gleich. Das ist jetzt gar nicht gut. Wie viel haben wir hier? Oh, 25% immer noch. Nein, das geht nicht. Ah, ich weiß halt nicht. Zurück in Deckung. Hier sehen wir auch 25%. Oh, das ist nicht sehr gut. Wie gehen wir vor? Wir könnten jetzt versuchen, mit einem Squad hier über links durchzugehen. Aber
Das wird schwierig. Wir geben uns hier in Deckung. Wir sehen zwei. Jens, 25% Trefferchance bei beiden. Das reicht mir nicht. Wir setzen einen Feldposten. Und der Sniper, der müsste doch jetzt hier nach vorne kommen. Was machen wir mit dem Sniper? Wo stellen wir den Sniper hin? Damit der in Action kommt. Hier hinten. Schwierige Entscheidung. Bitte entschuldige, wenn ich jetzt hier etwas länger habe, aber ich bin noch nicht so gewohnt an dieses Spiel und ja. Ich möchte Rain Man auf keinen Fall verlieren hier. Wir bewegen unseren Sniper mal nach vorne, etwas nach vorne. Hier. In Deckung und hoffen, dass wir uns in der nächsten Aktion besser positionieren können. Hier, er sieht auch ein. Immer noch nur 25%. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das könnte echt kritisch werden. Wir könnten uns hier in Deckung begeben, jawohl. Immer noch 25%, aber volle Deckung. Das heißt, Feldposten setzen und abwarten, was die Alien machen. Erstmal wird er unterstützt. Er hält hier einen Lebenspunkt mehr. Feldposten. Feldposten. Okay. Immer noch nur 25%. Das ist einfach zu wenig. Was können wir hier ausrichten? Wenn wir hier nach vorne gehen, mit voller Deckung, erwischen wir aber nur einen. Das ist nicht das, was ich will. Puh. Wie sieht's mit dem Sniper aus? Kann er ihn von hier sehen? Nein. Oh, der Sniper ist ganz einfach falsch positioniert hier. Ich weiß nicht, was ich mit dem Sniper tun soll. Ich begebe mich hier hin mit dem Sniper. Und hier geht's los. Was haben wir hier? Immer noch nur 25%. Das reicht nicht aus. Dummerweise haben wir die Granaten bereits verschossen. Was tun? Was tun? Was tun? Wisst ihr was? Wir versuchen's. Ah, Baby. Du musst den ersten ganz einfach weghauen. Oh, die sind ja Feldposten, ich Idiot. Der erste steht daneben. Oh, der zweite. Der geht. Oh, und ah, Baby geht raus und hat jetzt einen Gegner vor sich mit 84%. Und hinten nur 25%. Oh. Dann nehmen wir den hier und hauen den vom Feld. Na komm schon. Jawohl. Weg ist der eine. Und schön zurück in Deckung gehen. Was machen wir hier? Wir können uns hier rüber bewegen. Und noch schießen. Was haben wir? 25%. Das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Aber wir müssen es versuchen. Müssen wir das versuchen oder? Oh, weiß ich noch gar nicht. Was haben wir noch zur Verfügung? Johansen. Johannesen. Was für ein Name. Oh mein Gott. Mal sehen. Wo stellen wir dich denn hin? Wollen wir hier über die Flanke? Ich glaube,
Wir greifen hier über die Flanke an. Können wir nicht sehen. Das ist schon mal gut. Wir setzen den Feldposten. Hier setzen wir ebenfalls den Feldposten, um ein Baby vorne etwas abzudecken. Und mal sehen, was passiert. Er erhält jetzt auch Unterstützung. Und da sollte unser Feldposten zum Zug kommen. Mir geht's gut. Schießt daneben. Okay. Was haben wir hier drin? Wir können noch nichts sehen. Das passt mir gar nicht. Vorne. Drin sieht safe aus. Das heißt, nach vorne. Komm schon. Was ist jetzt los? Na, komm schon. Hier nach vorne. Schön in Deckung bleiben. Und hier. Wir müssen aufpassen mit der Munition. Wir müssen mit der Munition ganz einfach aufpassen. Was haben wir? 25%. Ich glaube, ich bin mir ganz einfach nicht sicher. Hier mit dem Sniper, denn wir müssen den Sniper besser in Aktion bringen. Ich glaube, mit dem Sniper gehen wir auch über die Flanke rein. Rain Man geht über die Flanke. Und hier. Wir sind schon bereits getroffen. Deshalb hier in Deckung gehen. Und zusätzlich nachladen. Das heißt, kleiner Moment natürlich. Zuerst schauen. 36%. Ach komm, das versuchen wir. Oh, was für ein Schuss. Das war jetzt wahrscheinlich sehr, sehr gute Entscheidung, denn jetzt könnten wir hier nach vorne preschen und schießen. 25% nur? Wieso denn nur 25%? Das müssen wir versuchen. Komm schon. Oh, das ging daneben. Das war nicht optimal jetzt. Er wird wieder unterstützt, das heißt, er wird wieder eins geheilt. Und oh, daneben, das war pures Glück jetzt. Oh, puh. Kommen wir denn, wir hätten außen rum gehen müssen. Oder wir gehen nach oben. Wir bewegen uns hier nach vorne. Jawohl. Und gehen hier vorne in Deckung. Ich habe das Spiel etwas Mühe. Komm schon. Was ist jetzt? Das wollte ich nicht. Aber na gut. Hier müssen wir uns eins zurückziehen und nachladen. Zeit zu killen. Und hier gehen wir außen rum. Ist zwar etwas wagemutig jetzt, aber wir versuchen das außen rum, um sie zu flankieren. Ich hoffe einfach, dass hier oben nichts mehr zu sehen ist. Nicht noch zusätzliche Aliens oder Alien, nicht noch ein zusätzlicher Alien in Sichtweite kommt. 25% erneut. Das ist ganz einfach zu wenig. Das ist zu wenig. Puh. Was, wenn wir hier vorne sind? 36, na komm. Schon wieder daneben. Meine Güte. Man merkt schon, dass es Rekruten sind. Oh, der. Oh, oh. Der tritt die Flucht an. Das heißt, wir müssen zwingend hier unten abdecken. Wir sprinten hier runter. Jawohl, schön die Tür auf. Und was jetzt? Hier mal nachladen. Oh yeah. Und
hier? Sollten wir hier nach vorne sprinten? Oder? Nein. Hier warten wir ab. Eine Runde erwarten. Hier können wir ihn bereits sehen. Oh, 76% mit der Pistole. Was bedeutet das mit dem Sniper? 75. Und das machen wir mit einem Präzisionsschuss. Und komm schon, Rayman. Bam! Weg ist er. Okay. Jetzt die Frage. Hier sieht er Rayman bereits wieder. Erneut mit dem Sniper. Na komm schon, das klappt doch gleich nochmals. Komm schon, Rayman. Und bam! X-Ray ausgeschaltet. Rayman, der Sniper. Erfolgreiche Mission. Er rettet uns diese Mission. Na, das ist mal ein Auftakt für die neue Aufnahmesession. Rayman, der Sniper, erledigt sie. Wir sehen wieder 6 getötete Aliens. Prädikat ausgezeichnet. 0 Einsatzkräfte verloren. Prädikat ausgezeichnet. Na, so kann's weitergehen. Ab nach Hause. Rayman, was für eine Leistung mit dem Snipergewehr.